Wow, wie wunderschön. Seid willkommen in dieser Welt. Folgt dem Regenbogen, um jene zu finden, die sie gestohlen haben. Du, ich habe etwas für dich. Seid tapfer. Viel Glück. So edel und so stolz, so stark, als wäre es aus Holz. Und doch so weich und so voller Güte stehst du da in deiner Blüte. Jetzt gibt es hier kein mehr für mich, als dir gesagt. Wir brauchen Hilfe, wir wissen nicht, wo der Weg ist. Ah, eine Karte. Dankeschön. Was siehst du, Greta? Kommt! Was denn? Wir müssen unbedingt die Blume retten. Guck mal, die Blume, wie schön! Die sind ja viel gruseliger, als ich gedacht hatte. Oh, die sind so groß. Oh Mann. Und seid ihr euch wirklich sicher, dass wir gegen die kämpfen wollen? Natürlich. Ja. Hey, ihr Monster, seid bedacht. Das, was ihr nahmt in dunkler Nacht, bringen wir uns geschwind zurück, ist es doch unser größtes Glück. Sind sie weg? Ich glaube schon. Die riecht aber gut. Charlotte, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Na, dann machen wir mal los. Aber ich will doch erst die Fantasieblume retten. Ach, so ein Quatsch, sowas gibt's doch gar nicht. Wohl. Nein, ab in die Hausaufgaben, ja? Thank you.
war alles klar bei dir? Ja. Komm rein, Dex, komm. Wie läuft Studium? Schönes Wetter heute, oder? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte einfach fragen, ob du kurz auf Dex aufpassen kannst. Oh, eine Postkarte, Hammer. Ich liebe Postkarten. Postkarten stehen für mich für Reisen. Und Reisen ist ja wohl mal das Geilste, was es gibt auf der Welt, oder? Voll lustig, ich war letzten Sommer mit meinem Freund in der Türkei, weil seine Eltern daherkommen. Wo kommst denn du eigentlich her? Ich weiß das nicht so ganz. Echt? Ach, krass. Aber ich meine, ich komme einfach aus Deutschland. Ich bin eine einfache deutsche Kartoffel. Also ich meine, das ändert ja eigentlich auch nichts daran, wer man ist und wie man ist, oder? Aber Türkei, ne? Ich war in Alanya und ich kann dir das so empfehlen. Also wenn du noch nicht da warst, musst du unbedingt hin. Aber ich finde die Idee auch richtig Hammer mit so einer Weltkarte. Ich wollte das auch schon immer machen, aber irgendwie bin ich da noch nie zugekommen. Hat ja irgendwie keine Zeit. Man ist dann da eingeladen. Da muss man noch ein Referat für die Schule machen. Da muss man irgendwelche Briefe an die Brieffreundschaften schreiben. Ich habe noch voll viele Brieffreundschaften. Kennst du das noch von früher? Ich hatte früher total viele und ein paar davon sind noch aus der... Herr Elias Wallrath, bitte. Hallo, kommen Sie rein. So, setzen Sie sich bitte. Ja, wir hatten ja vorige Tage telefoniert. Ich habe Ihren Fall jetzt von einer Kollegin übernommen. Und Sie wollten etwas über Ihre leiblichen Eltern wissen, nicht wahr? Okay, dann schaue ich kurz. Ayoka. Ake. Uniki. Witayapi. Kede. Tanku. Oblaki. Kede. Sumanitu tanka. Yus. Aya. Beis. Tudai. Yus. Washit be. Yo. Yus. Ichu. Beis. Tudai. Bedauerlicherweise mitteilen, dass wir ihre Eltern nicht ausfindig machen konnten. Und es tut mir wirklich sehr leid. Unverschämtheit, immer diese Schmierereien. Weg damit!